Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich dir einen einfachen Trick verraten, wie du an die Telefonnummer deines Gesprächspartners kommst. Und zwar erreichen mich immer wieder mal so Fragen, die darauf abzielen, wie kann ich denn jetzt, wenn ich mit jemandem im Gespräch bin, die Telefonnummer von der Person bekommen, um sie dann später nochmal zu kontaktieren, aufs Geschäft anzusprechen, etc. Und da möchte ich dir gerne einfach mal zwei Beispiele geben, anhand zum Beispiel, wenn du das Ganze über Facebook oder über ein soziales Netzwerk machst und ein Beispiel im Direktkontakt. Aber der Trick ist an sich immer der gleiche, und zwar gib zuerst deine Nummer raus. Ja, also früher war es so, ich habe relativ viel Direktkontakt gemacht, ja, und war relativ viel unterwegs und jetzt nicht immer gezielt, aber manchmal auch gezielt. Und aber oft, wenn du unterwegs bist, bist du ja mal vielleicht irgendwo in einem Café, mal hast kurz zwischen zwei Terminen eine Pause oder wie auch immer und gehst dann Kaffee trinken, kommst vielleicht mit jemandem ins Gespräch und die Person wäre interessant und du würdest jetzt gerne die Telefonnummer haben, um dann einfach später nochmal nachzufassen. Und ja, und ich habe es dann halt immer so gemacht, wenn ich mit der Person im Gespräch war, dann kommt ja irgendwann auch so der Punkt, was machst du beruflich und so weiter, dann tauscht man sich da ja dementsprechend aus. Das soll jetzt nicht Gegenstand des Videos sein, sonst würde es das Ganze sprengen. So, und dann kommt ja aber irgendwann der Moment, wo du dann halt im Prinzip die Person von deinem Business vielleicht überzeugt hast oder sie neugierig gemacht hast und jetzt willst du ja dann die Telefonnummer kriegen, ne? Und ich habe es dann immer so gemacht, ich habe dann meine Visitenkarte rausgeholt. Kann dir auch nur empfehlen, immer dann mehrere dabei zu haben, aus dem einfachen Grund. Habe da meine Visitenkarte rausgeholt und habe dann im Prinzip gesagt, hier ist meine Visitenkarte, falls Sie mal Fragen zum Thema noch haben, können Sie mich hier gerne erreichen. Ich schreibe Ihnen aber auch mal meine Handynummer auf. Also ich hatte früher auf meinen Visitenkarten immer nur die Büronummer drauf und habe dann im Prinzip oben nochmal meine Handynummer nicht durchgestrichen, drüber geschrieben. Und um das Ganze einfach noch so ein bisschen wertiger zu machen, habe gesagt, wenn Sie die Nummer anrufen, kommen Sie dann immer bei mir raus. Ja, und genau. Und habe dann, bevor ich die Visitenkarte übergeben habe, dann einfach gesagt, gibt es eine Nummer, wo man sie auch erreichen kann, dass man einfach in Kontakt bleibt. So, und dann habe ich die Visitenkarte rumgedreht, also oder eine frische genommen und habe dann einfach der Person die in die Hand gedrückt mit einem Stift und dann war in der Regel nicht alle, aber so 80, 90% haben dann auch ohne Probleme und bereitwillig ihre Nummer draufgeschrieben und ich konnte dann im Prinzip mit ja, ein paar Tage später einfach nochmal anrufen und nachfassen. Heutzutage ist es ja relativ einfach, an die Telefonnummern auch zu kommen durch soziale Netzwerke. Viele haben ja da auch sogar ihre Telefonnummern drinstehen und wie auch immer. Das war so das Beispiel Direktkontakt. Also das mit der Visitenkarte hat bei mir immer super funktioniert. Kannst es natürlich auch mit einem Blog machen oder wenn du so ein kleines Büchlein immer dabei hast, dort dann eine Seite rausreißen, deine Nummer draufschreiben. Ja, wie du das machen möchtest. Wichtig ist immer nur, gib deine Nummer zuerst, ja, damit die Person sieht, okay, ich krieg die Nummer von dir, ja. Und das ist schon mal so ein Vertrauensvorschuss. Ja, das heißt, dann geben die Leute auch viel bereitwilliger ja ihre Telefonnummern dann raus. Und im Facebook-Chat ist es zum Beispiel ganz genauso, wenn du jetzt mit einer Person sprichst oder schreibst, dann kommt ja auch irgendwann dieser Punkt, wo man fragt, was machst du beruflich und so weiter. Dann tauscht man sich da aus. Also wie da auch immer deine Strategie ist, ja, die musst du gar nicht groß verändern. Es geht ja jetzt hier einfach nur darum, ja, die Telefonnummer zu kriegen. Und dann kannst du auch zum Beispiel schreiben, du, wenn ich dir einen Link zu einer Präsentation zusenden würde, bis wann kannst du dir das angucken? Ne? So, und dann sagt die Person, was weiß ich, Ende der Woche, Donnerstag, Freitag, wie auch immer. Und dann sagst du, gut, dann lass uns doch einen Termin auf Freitag ausmachen, 10 Uhr. Ich rufe dich dann an. Anbei hast du schon mal meine Handynummer, ja, oder meine Telefonnummer. Und dann schreibst du die und ja, und dann stellst du ebenfalls die Frage, wie kann ich dich dann erreichen am Freitag? Wo am besten? Ja, wie lautet deine Handynummer oder deine Telefonnummer? So, und da ist es im Prinzip genauso. Durch das, dass du zuerst mal gegeben hast, ja, wirst du in der Regel auch
dann die Telefonnummer zurückkriegen. Natürlich, es gibt immer ein paar Menschen, die wollen überhaupt nie was rausgeben, ja. Die kriegst du dann aber auch so nicht, ja. Und da musst du dich dann halt auch immer fragen, ob du das dann möchtest, ja, dass du warten musst, bis jemand dich zurückruft oder ob du dann einfach sagst, gut, okay, dann passt es halt nicht zwischen uns, wenn da schon das Vertrauen nicht geschaffen wurde, ja, ob du dann auch weitergehst zum Nächsten. Aber das ist eine einfache Art, wie du es Menschen leicht machen kannst, dir ihre Telefonnummer zu geben. Und wichtiger Punkt noch hier, den will ich nicht vergessen, die Einstellung dabei ist entscheidend. Wenn du ein Problem hast, nach der Telefonnummer zu fragen, dann merken das die Menschen. Ja? Wenn es aber für dich das Normalste auf der Welt ist und das kannst du mit diesem Trick würde ich es jetzt fast nicht nennen, sondern mit dieser Vorgehensweise halt einfach arbeitest, dann wird es relativ schnell ganz normal. Ja? Und wenn es für dich ganz normal ist, dann ist es für die meisten Menschen auch völlig normal, dir die Telefonnummer dann auch zu geben. Also hier ist die Einstellung, mit der du das Ganze machst, super wichtig, ja. Und es sollte einfach ganz normal für dich sein und so sollte es auch rüberkommen, dass es das Normalste auf der Welt ist, dass du sowas schon 100.000 Mal gemacht hast, ja. Also so muss es eigentlich rüberkommen und dann funktioniert es auch. Okay, ich will das nicht so in die Länge ziehen. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Wenn das Ganze für dich hilfreich war, teile es gerne mit deinem Netzwerk, abonniere den Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst. Wenn du Fragen hast, mach es einfach in die Kommentarfunktion und ja, falls du Lust hast auf eine Zusammenarbeit mit mir, ja, dann findest du auch unterhalb des Videos weitere Informationen und du findest natürlich auch weitere Gratis-Tipps unterhalb des Videos. Alle Links packe ich in die Textbeschreibung. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg, alles, alles Gute, bis zum nächsten Video, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.